Guten Morgen miteinander, schön sind so viele da. So wie es aussieht, haben wir das besprochen. So wie es aussieht, ist es vermutlich das letzte Mal jetzt pur online. Wir können dann schauen, wenn wir es das nächste Mal machen. Aber es sieht ja so aus, dass wir uns wieder live sehen können. Yeah! Schon etwas anderes. Freuen wir uns alle drauf. Also, ich probiere mal schnell mit der Präsi. Wo ist sie da? Und dann... So, hä? Ah ja, klappt, oder? Jetzt sehen wir alle. Ja. Genau. Also, nochmal guten Morgen auch vom ganzen Team hier mit Sarah, Dominik, Carla. Was haben wir noch? Dann ist der Nils Feld heute. Aber der Timo ist da. Der Timo ist live vor Ort beim Daniel, unserem Speaker von heute. Er macht also wirklich Live-Fotos, finde ich recht cool. Carla sitzt in, wo bist du, Carla, heute? Liebe. Ah ja, genau, Gottliebe, gell? Auf deiner Baustelle, nicht ganz Baustelle. Dann haben wir noch den Stefan Graf, den sehen wir hier nicht, aber der Stefan ist im Video und macht sonst oder schafft sonst mit seinen Stories for Brands. Genau, also vor allem hallo. Dann gerade noch für die, die regelmäßig dabei sind, ihr kennt Andrea Matschura. Sie ist neu bei uns im Orga und im Host-Team und wir freuen uns sehr um ihre Unterstützung. Und jetzt, genau, yay! Yeah! Andrea kann schon gerade schnell den Screen übernehmen. Mit dem ja, jetzt bin ich hier. Ich mache gerade noch den Warteraum parallel. Ja, also hallo. Ich bin Andrea Matschura. Genau, ja, ich bin jetzt auch dabei. Das freut mich sehr, dass ich da mit meinem Netzwerk weitere tolle Anlässe und Orte ausfindig machen kann und auch Speaker dann beitragen kann. Ja, freue ich mich sehr drauf. Ich mache Kommunikation, ich firmiere unter Alles Gesagt und berate Firmen im Außenauftritt und auch nach innen für die Innenkommunikation. Und ja, Texte. Das mache ich auch ein bisschen, wenn ich die Newsletter für Creative Mornings verschicke. Das kommt dann jetzt neu, dann jeweils von mir in der Regel. Ja, das ist irgendwie kurz zu mir und ich freue mich und sage mal guten Morgen an alle. Jetzt muss ich hier gerade noch mal im Chat rausgucken, ob noch jemand anklopft. Na, jetzt gut. Weil wir haben ja noch die Challenge. Ne? Du hast gesagt, ich soll hier gerade mal die Challenge übernehmen, wobei ich gar nicht weiß, wie ich dann alle sehen kann. Und zwar, wir haben ja wunderbarerweise gesagt, zum Thema Passend Nature, wir möchten gerne, dass wir auch so ein bisschen die Hintergründe labeln und einige sehe ich, haben das auch schon so wunderbar gemacht. Bei mir selber ist es leider nicht möglich. Ich sitze in der Küche und habe noch mein Sommerkleid aufgehangen, weil das auch so ein schönes Naturmuster hat. Und habe noch ein paar Bilder bei mir in der Küche hängen, die auch ein bisschen Nature sind. Hier so eine schöne Waldhütte. Damit werde ich, glaube ich, eher nicht gewinnen, das ist mir klar. Deswegen gibt alles, wenn ihr... Oh, zwitschern die Vögel beim Zwiebeln. Ja, wie sieht's aus? Seid ihr alle schon in eurem Hintergrund? David. Ich sehe irgendwie nur fünf Leute. Ich kann es nicht da durchscrollen. Ja, scroll mal durch. Was haben wir denn hier noch? Ich sehe da eine Wand mit schwarz-weißen Eichelfrüchten. Was haben wir da noch? Die Tapete habe ich letztes Mal schon gesehen, in der Tat. Oh, mega. Mega. Magst du dich kurz outen? Rea Weller lese ich da. Ja, ich wohne in St. Johann und die Tapete kann man kaufen in Basel bei Living. Und ich habe die gesehen in einem Schuhladen bei Schritt und Naked. Und dann wollte ich die unbedingt für mein Wohnzimmer. Jetzt habe ich die und die macht mich glücklich. Wow. Also mache ich soziale Innovation. Also ich arbeite im sozialen Bereich. Mhm. Ich darf was verändern. Also die ist mir letztes Mal schon ins Auge gestochen. Ja, ich gucke jetzt gerade mal weiter durch. Ich muss das mal skippen bei mir. Schöne Balkone sehen wir. Lampions, die auf Balkonen hängen. Wandgemälde. Ja, also für mich ist es die Tapete eindeutig. Ist das in Ordnung? Dann bist du die Gewinnerin dieser heutigen Challenge. Wow. Gut. Ja, dann würde ich sagen, gebe ich doch gerade wieder ab. An wen? Gerade schon an, nein, an die Anmoderation für den Daniel, gell? Ich übergebe.
Also. Ah, nein, noch nicht. Ich mal genau. Ja, ich habe angefangen zu schwätzen und nicht gemerkt, dass ich auf stumm gewesen bin. Genau, wir haben eben vorher alle stumm gestellt, weil dann doch ein paar Vögel ein bisschen zu laut zwitschern. Das wird auch während dem Tag so sein. Wir bitten euch aber, sonst das Video anzuschauen, weil. Also wenn ihr wollt, natürlich, ist freiwillig. Aber es ist natürlich ganz schön, wenn man sich so in der Community immer wieder sieht. Ihr könnt auch, wir fänden es echt toll, wenn ihr so ein bisschen mitmacht während dem Tag, auch, wenn ihr in den Chat reinschreibt, wenn euch etwas auffällt. Oder eben irgendwie Hand klatschen, ich weiss da gar nicht. Das kann man alles rein tun, gell, Sarah? Ich habe es jetzt vorher gerade probiert, aber bei mir geht es jetzt gerade nicht. Aha, aber Hand heben kann man und eben, man kann sicher in den Chat schreiben. Oh, jetzt ich und das sicher das unter rechts Reaktionen, dort kann man klatschen oder so. Genau. Haben wir alle genau, da sehen das auch noch einmal. Bei mir sieht es zwar ein bisschen anders aus, aber wenn ihr auf die Teilnehmer geht, dann kann man da das Raise Hand sicher machen. Und eben, macht doch einfach ein bisschen mit, das wär cool. Genau, willkommen bei Creative Mornings. Heute noch einmal online zum Thema Nature. Man sieht mich gleich voll auf der Sonne da. Schön. Es ist erstaunlich, wir haben gesehen, dass Creative Mornings trotz Lockdown weiter wächst. Also es sind jetzt schon 215 Chapters, das heisst 215 Städte, die mitmachen, in über 67 Ländern, mit mehr als 20'000 Leuten pro Monat und unglaubliche 8'000 Online-Talks hat es gegeben in den letzten 3 Monaten. Also ich finde das recht eindrücklich. Wir sind jetzt auch wieder dabei. Genau, diesmal Thema Nature. Und wir freuen uns sehr auf den heutigen Tag. Und jetzt, Sarah, kannst du noch unseren Speaker announcen. Genau. Aber warte mal, haben wir die Sponsoren jetzt draussen? Nein, warte mal. Genau, Nature kommt zuerst. Sorry, das müssen wir noch schnell machen. Nature, diesen Monat gebracht von WordPress an uns alle. WordPress macht schon lange mit bei Creative Mornings. Dann MailChimp kennt ihr sicher, von denen kommen immer unsere Newsletter. Im Moment haben alle so von unseren Sponsoren so Specials. Also bei MailChimp ist es, dass man jetzt im Moment 3 Monate frei oder gratis bekommt für den Standardplan. Da können wir nachher den Link teilen. Da müssen wir sich über ein Formular anmelden, wenn ich recht bin. Das können wir nachher in den Chat tun und dann sicher noch im Newsletter nachher. Dann eben WordPress scheint schon seit 11 Jahren dabei bei Creative Mornings. Die bieten im Moment so halbstündige Online-Webinare an, wo man noch ein bisschen mehr lernt über das Webseiten machen. Und dann Basecamp, die sind noch nicht so lange dabei. Und auch Basecamp hat im Moment, letztes Mal haben sie ein anderes, da haben wir es glaube ich irgendwie auch gratis können haben für 6 Monate, jetzt haben sie den Internal Communication Guide, wo sie gratis zur Verfügung stellen, wo wir dann den Link auch können teilen können, falls das jemand interessiert. So, und jetzt aber Sarah, bitte. Genau. Und ja, weil wir ja alle jetzt in den letzten Monaten uns so ein bisschen auf unseren Ursprung zurückgeworfen gefühlt haben, viele haben da verbacken. Man hat plötzlich Gomfi gemacht, man hat irgendwie gemerkt, dass man aus allen Resten aus dem Kühlschrank noch etwas machen kann, damit man ja nicht muss, in Detail handeln muss. Ja, es ist alles so ein bisschen langsamer geworden und dann haben wir angefangen, gärtnern einige. Und man hat sich vielleicht dann gefragt, wieso all die Flächen, die wir haben, die ein bisschen Rasen, Grünflächen, die sind ja eigentlich irgendwann einmal Natur gesehen und dann hat man irgendwann vor 500 Jahren 400, 300 Jahre von Häuser bauen dort drauf, 100 Jahre. Und hat alles angefangen zu betonieren. Und jetzt tut man es wieder renaturieren, aber künstlich. Und der Daniel befasst sich damit, was denn eigentlich ursprünglich genau aus dem Bits Fleck, den ihr vielleicht jetzt dort hinter euch habt, gewachsen ist. Und jetzt gebe ich das Wort an ihn. Und wir linken uns da draus mit der Präsi. Merci vielmals, Sarah, für die nette Einführung und merci vielmals dem ganzen Team, dass ich da sein darf. Ich habe mich natürlich sehr gefreut, als ich da von Timo angesprochen worden bin. Der Timo ist auch bei mir und macht im Hintergrund fleissig Fotos. Also wenn es klicken hört, das ist er. Ich bin der Daniel, ich bin ursprünglich aus Aarau, lebe jetzt aber inzwischen zwischen Aarau und Winterthur. Ich bin Umweltwissenschaftler und Doc-Filmer und ich habe euch da eine kleine Präsentation mitgebracht über mein Projekt, wo ich im Moment dran bin. Zuerst aber die Frage, ist Schweizerdeutsch für alle gut?
Oder soll ich auf Hochdeutsch umstellen? Ich frage nochmal auf Hochdeutsch. Ist Schweizerdeutsch für alle passend oder soll ich auf Hochdeutsch umstellen, weil mich vorher niemand verstanden hat? Okay, wenn da kein Widerrede kommt, dann mache ich es auf Schweizerdeutsch. Perfekt. Gut. Und das Projekt, das ich habe, das seht ihr jetzt gerade auf meinem geteilten Bildschirm, das heisst Florezia. Und ich steige einfach mal knallhart ein mit dem Kampf Mensch gegen Natur. Das ist ein uraltes Motiv in der Kultur. Ist faszinierend, weil die Natur so eine Übermacht hat und hat auch noch vor ein paar Jahren, wie man da rechts im Bild sieht, mit Leonardo DiCaprio einen Oscar verschafft. Der Kampf Mensch gegen Natur ist ein Machtkampf und darum haben sich die Mächtigen von dieser Welt schon lange auch damit profiliert, wie fest sie die Natur unter Kontrolle haben. Das ist beispielsweise da der Garten von Versailles, der Sonnenkönig Louis XIV. Hat da so eingerichtet und man sieht, dass da Pflanzen so wachsen, wie sie in der Natur nie würden wachsen. Zum Beispiel würfelförmig, zum Beispiel in nette kleine Reihen, zum Beispiel sind es viel weniger Arten, als es in der Natur hätte und sie stehen schön nach Art getrennt zusammen. Und der Hintergrund von dem ist natürlich, dass das extrem viel Aufwand braucht, weil die Natur eigentlich anders dastehen. Und der Louis XIV hat mit dieser Fläche wollen zeigen, wie viele Leute er kann beschäftigen und wie mächtig er ist, um die Natur unter Kontrolle zu haben. Wie jedes mittelalterliche Machtsymbol, ist die Kultur dann schließlich mit dem Aufkommen vom Mittelstand im späten 19. Jahrhundert auch in die Breite gekommen. Es haben sich da die kleinbürgerlichen Gärten sehr stark orientieren an diesem Bild und haben sehr künstlich aussehende Flächen geschaffen, die dem Garten von Versailles nicht unähnlich sind, natürlich viel kleiner. Heute haben wir den Kampf Mensch gegen Natur ziemlich klar gewonnen. Und es fühlt sich nicht gut an. Da auf dem Bild sehen wir 7 Tierarten. Und die haben für mich eine spezielle Bedeutung, weil als ich aufgewachsen bin in Unterentfelder bei Aarau, sind das die 7 Tierarten gewesen, die ich gesehen habe, aussterben. Von zwischen dem Kindergartenalter und dem Erwachsenwerden. Und niemand auf dieser Welt sollte 7 Arten gesehen aussterben. Ich kann sie kurz von links oben nach rechts unten zeigen. Das sind der Gartenrotschwanz, der als Brutvogel völlig erloschen ist. Dann 2 Heuschreckenarten, die sich auch nicht mehr feststellen lassen. Die rote Waldameisen und der Feldhase, wo ihre Bestände zusammengebrochen sind. Die sind funktional erloschen. Und der Gartenbaumläufer und das Eichhörnli sind im Siedlungsraum verschwunden, sind im Wald noch da, aber auch lang nicht mehr so häufig, wie es mal gewesen sind. Das haben relativ viele Leute, nicht nur in meiner Generation, sondern auch eine vorher erlebt. Und es zeigt sich ganz klar ein Sinneswandel. Wir wenden unsere Vielfalt zurück. Das ist eine Grafik aus einer Studie von der Uni Zürich, wo schon 2004 die Leute befragt hat. Sie hat ihnen ein paar Bepflanzungen gezeigt, die zwischen 4 und 64 Arten haben. Und je artenreicher, je näher an der Natur die Bepflanzungen gewesen sind, desto schöner haben sie die Leute gefunden. Warum schaffen wir also nicht mit der Natur? Warum setzen wir immer noch Pflanzen in unseren Gärten so an, wie sie eigentlich nicht zusammengehören und betreiben einen hohen Aufwand, um sie so zu bewahren? Es ist kompliziert. Wenn man die richtigen Pflanzen für seinen Standort will, wo wirklich die Natur dort fördern, wo man ist, dann muss man sich auskennen mit biogeografischen Regionen, dann muss man sich auskennen mit den Ansprüchen von diesen Pflanzen, man muss sich ein bisschen auskennen damit, welche Pflanzen nebeneinander können wachsen und welche ihnen nicht. Und das Wissen, das haben wir jetzt in den letzten paar Jahren gemerkt, da hat es sehr viele gute Bücher gegeben und Informationskampagnen und so, aber die meisten Leute informieren sich eigentlich nicht wirklich darüber, weil
was die Leute, die mit Gärten arbeiten, manchmal nicht wahrhaben wollen, ist, die meisten Leute haben eigentlich nur ein Haus wollen und interessieren sich gar nicht so wahnsinnig fest für ihren Garten. Darum habe ich mir vor ein paar Jahren mal überlegt, geht das nicht auch automatisch? Den Leuten das Wissen einfach mitzugeben, damit sie sich nicht selber aufbauen müssen und mit wenig Aufwand die richtige Bepflanzung, die richtigen Strukturen finden, um bei sich ein kleines Stückchen Natur zu schaffen. Wir haben da schon relativ viel automatisiert. Wir haben da eine Buchhändlerin, einen DJ, ein Reisebüro und einen Besserwisser als Beispiel. Und darf ich vorstellen, das ist jetzt eine automatische Ökologin. Sie heißt Florezia. Sie ist gratis zugänglich für alle im Internet auf www.florezia.ch und sie hilft euch dabei, indem sie euch all die komplexen Zusammenhänge abnimmt und euch für euren Standort die geeignete Bepflanzung zusammenstellt. Ich werde jetzt ganz kurz wechseln mit meiner Bildschirmfreigabe und zwar auf die Seite selber, um die kurz zu demonstrieren. Wir haben da verschiedene Zugänge. Man kann einzelne Pflanzen suchen, wenn man jetzt sagt, ich brauche eigentlich nur ein, zwei Blumen für einen Balkon oder ich muss einen Strauch ersetzen im Garten. Man kann sich aber auch eine ganze Bepflanzung zusammenstellen lassen. Das geht von einem Balkonkistli bis zu einem ganzen strukturreichen Garten. Man kann Strukturen für Tiere schaffen oder man kann auch einzelne Pflanzennamen eingeben, wenn man im Gartencenter steht und sich fragt, ist die Pflanze eigentlich von da oder nicht? Dann kann man auch das suchen. All das zeigt euch Florezia. Ich klicke jetzt einfach mal auf Suche nach einzelnen Pflanzen. Das Einzige, was es braucht, ist da die Verwendung. Ich sage zum Beispiel, ich habe auf meinem Balkon einen Topf, der ist etwa 20 cm tief. Ich wohne in Basel. Und bei mir ist es relativ sonnig und ich will eigentlich nicht so viel gießen oder vergiss es ab und zu. Darum setze ich es auf relativ trocken. Man kann natürlich auch wünschen, dass man keine riskante Giftpflanze will, wenn man jetzt da ein bisschen Angst hat um seine Kinder. Man kann spezielle Tiergruppen fördern, wenn man jetzt sagt, ich habe gerne Schmetterlinge, ich würde gerne die ein bisschen speziell fördern. Oder ich möchte besonders essbare Pflanzen haben, dann bevorzugt Pflanzen, die für Schmetterlinge gut sind und essbar sind. Man hat auch noch mehr Optionen, wenn man jetzt Profigärtner ist oder ein bisschen besser rauskommt bei seinem Standort, dann kann man da auch Sachen eingeben wie den Boden-pH oder den Nährstoffreichtum. Man kann eine bevorzugte Blütenfarbe eingeben. All das ist aber nicht unbedingt nötig. Und wenn man dann auf Weiter klickt, dann bekommt man eine grosse Auswahl von verschiedenen Pflanzen, die sich für diesen Standort eignen. Wenn man jetzt da aufs Bild klickt, bekommt man nähere Infos zu diesen Pflanzen, wie beispielsweise da zu den wilden Malven. Da sieht man zum Beispiel, wenn sie blüht, wie hoch sie etwa wird, für welche Tiergruppe dass sie wertvoll ist. Das sieht man übrigens da auch mit diesen Icons. Wir haben da für etwa 600 Pflanzen mit verschiedenen Tierexperten geschaut, was für einen Wert hat die Pflanze vergleichsweise mit anderen für bestimmte Tiergruppen. Da kann man sich ein paar von denen auswählen. Gerade vielleicht einfach die, die man schön findet. Und wenn man dann noch weiterklickt, bekommt man 3 PDFs. Einerseits eine illustrierte Pflanzenliste, die einem zeigt, ja, nochmal zu jeder Pflanze, wie die aussehen und was sie für Ansprüche haben. Dann eine Pflanz- und Pflegeanleitung, ganz klein, die wichtigsten Tipps, was kann man da machen, jetzt in einem Beet oder in einem Topf zum Beispiel. Und ein PDF, ganz praktisch mit Gärtnereien in der Region oder sogar im Kanton, wo die Pflanzen aus der Region führen. Und da hat man auch gerade die Adressliste und Kontakt zu all diesen Gärtnereien und weiss genau, wo man die Pflanzen dann posten kann.
Das Spezielle an Floretia ist, wir setzen anders als andere Naturschutzprojekte nicht wirklich darauf, den Leuten Wissen zu vermitteln. Wir setzen darauf, denen eine einfache Lösung zu geben, Pfanne fertig und sie nachher ausprobieren zu lassen. Wenn die Pflanzen bei ihnen stehen, dann locken die von selber Insekten an, Vögel, und das wird die Leute begeistern. Wir gehen da einen anderen Weg. Zoos haben das Motto, wer Tiere kennt, wer Tiere schützen. Wir drehen das um, wer Tiere schon schützt, der wird sie auch kennenlernen und der wird sie lieben lernen. Und ich glaube, mit dem können wir auch Leute für die Natur begeistern, die nicht so viel Zeit haben oder nicht so viel Vorwissen. Und wir können denen das Rüstzeug in die Hand geben, auch mit wenig Aufwand das Richtige im Garten zu machen. Was ist jetzt unser übergeordnetes Ziel? Ich switche da durch ein paar Folien. Ich habe das natürlich als Backup alles gehabt. Was ist unser übergeordnetes Ziel? Einerseits wollen wir ein bisschen den Gegensatz zwischen Naturgärten und konventionellen Gärten auflösen. Ein Garten muss nicht langweilig und steril wirken, nur weil er nicht komplett ein Naturgarten ist. Man kann super mit einem kleinen Ecken anfangen. Man kann auch super auf dem Balkon schon die richtigen Pflanzen und Strukturen haben, um relativ viel, besonders fliegende Insekten und Vögel anzulocken. Und man kann nachher von diesem kleinen Schritt aus ausbauen. Und unsere Hoffnung ist, wenn es mehr solche Flächen gibt, dann werden die Arten, die sich im Moment im Siedlungsraum eben nicht mehr ausbreiten können, die Ort für Ort erlöschen, weil sie zu kleine Lebensräume haben, zu wenig gut vernetzte, dann werden die wieder Trittsteine finden und neue Lebensräume und werden sich wieder ausbreiten können. Sodass Arten wie die 7, die ich als Kind hatte, aussterben, vielleicht in der nächsten Generation wieder zurückkommen. Und dass unsere Kinder diese Arten will sehen, einwandern. Das ist Floretia in Kürze. Ich habe mich jetzt kurz gehalten, weil eigentlich trage ich gar nicht so gerne vor. Eigentlich beantworte ich viel lieber eure Fragen. Ich habe exklusiv für euch einen Gutschein mitgebracht von der Biogärtnerei am Hirtenweg in Riechen. Die haben uns 10% geben für alle, die sich nachher bei mir eintragen. Ich habe ein kleines Google-Doc gemacht, da könnt ihr euch mit der Adresse eintragen und dann bekommt ihr den Gutschein zu euch heimgeschickt und bekommt 10% auf euren ganz nächsten Einkauf. Die Gärtnerei, die hat Wildstuden, wie sie Floretia vorschlägt. Sie hat aber auch Nutzpflanzen, Wildkräuter, teilweise glaube ich auch Beeren. Also ihr könnt euch dort austoben und gerade aus der Region Pflanzen finden. Das ist auch wichtig, weil, was ich noch nie erwähnt habe, immer mehr Studien zeigen, dass sich Pflanzen regional genetisch unterscheiden und dass es nicht so toll ist, wenn man Pflanzen durch ganz Europa hat oder nur schon durch die ganze Schweiz und von einem Ort an den anderen bringt. Da gibt es nachher Kreuzungen mit den einheimischen Formen und es geht recht viel an genetischer Diversität verloren. Man erkennt also mehr und mehr, dass lokal Einkaufen auch bei Pflanzen sehr wichtig ist. Und darum habe ich da für eure Basler Community eine Wildstudengärtnerei gewählt, die sehr nahe ist an Basel und wo auch Pflanzen hat, die ganz in der Nähe gesammelt worden sind an wilden Standorten und seither vermehrt werden. Jetzt widme ich mich aber euch eine Frage und schiesset doch einfach los. Ich hätte eine Frage, Daniel. Zuerst mal Gratulation, ich finde das eine super Sache. Ich habe das schon gesehen letztes Jahr beim Beitrag von SRF. Und das war noch nicht so umfangreich, es ist recht cool jetzt geworden, muss ich sagen. Aber natürlich interessiert das Geschäftsmodell. Wie verdienst du Geld? Wie kriegst du das überhaupt an? Ich meine, das ist eine riesen Arbeit, das alles zu machen.
Das ist es. Wir sind gemeinnützig. Wir haben die Erstellung von unserer Plattform gemeinnützig finanziert. Da habe ich einen Slide übersprungen, den ich euch jetzt noch ganz kurz zeigen kann. Vielleicht, wir sind nämlich... Wir werden unterstützt finanziell vom Bundesamt für Umwelt, vom Lotteriefonds Kanton Bern, vom Kanton Aargau, der Ernst-Göhner-Stiftung und der Stiftung Temperatio. Wir haben eine Trägerschaft, die aus vier renommierten Naturschutzorganisationen besteht. Das sind das Naturama Aargau, die Bioterra, BirdLife und Vogelwarte. Und wir haben ganz grossartige fachliche Unterstützung von mehreren Organisationen und Expertinnen und Experten, die sich da ehrenamtlich zur Verfügung stellen. Jetzt längerfristig werden wir ein Tool aufbauen für Gemeinden, wo es auch erlaubt, Pflanzenlisten zu kontrollieren, die mit Baugesuch eingegeben werden, sodass man wirklich auch bei Überbauungen und so ökologische Standards kann durchsetzen. Das wird das Standbein sein. Aber auch, wir werden in den nächsten Wochen noch etwas dazu schreiben auf unserer Website. Wir werden auch Beratungen anbieten. Also Gartenberatungen, ökologische, die ebenfalls ein Standbein sollten werden für uns, längerfristig. Vielleicht noch eine Folgefrage. Hast du auch Interesse mit Gärtnern zusammenzuarbeiten? Ich meine, die können ja die Entscheidung sehr stark beeinflussen, von wie man einen Garten bepflanzt. Wir arbeiten sehr eng mit den Gärtnern zusammen. Wir finanzieren uns aber bewusst nicht über sie, weil wir naturschutzgeleitet bleiben wollen. Also, sobald man dort zu fest finanziell abhängig ist von den Gärtnern, fangen sie auch Anforderungen stellen. Zum Teil, besonders Jardin Suisse hat sich da als recht hartnäckig erwiesen. Der Dachverband, dass man seine Standards lockern. Das wollen wir nicht. Und wir arbeiten sehr offensiv mit Bioterra und Jardin Suisse, den beiden Dachverbänden, zusammen, um an die Gärtner zu kommen, um an die Gartenzentren zu kommen, damit die ebenfalls mehr auf Wildpflanzen, mehr auf ökologische Standards setzen. Ich habe auch gerade noch hallo. Ich habe auch gerade noch eine Frage, und zwar hatte ich jetzt gerade was gelesen zu Bepflanzung von Flachdächern. Also dass es da auch eigentlich immer die Möglichkeit gibt, diesen ungenutzten Raum ja eben doch sinnvoll einzusetzen. Und bei mir vis-à-vis, auf der anderen Seite, ich sitze hier gerade nach hinten raus, aber auch da wird, ich sehe auch ein Flachdach, wird auch da gerade gebaut, es wird ja immer mehr verdichtet gebaut, und auf der anderen Seite wurde auch 2 Jahre gebaut, und das sind alles Flachdächer, und das sind große, große Wohnblöcke, muss man fast schon sagen. Wie sieht das da aus, wenn du jetzt sagst, gerade ihr wollt auch im Thema Beratung irgendwie, das wäre dann vielleicht so ein Segment, dass man wirklich guckt, so kampagnenmäßig alle Flachdächer so sinnvoll auch einzusetzen und zu nutzen. Das ist ein sehr grosses Thema, weil Flachdächer den Vorteil haben, dass man magere Flächen drauf anlegen kann. Im Mittelland sind jetzt sehr viele Flächen überdüngt, und das lässt sich fast nicht vermeiden, weil sehr viel Dünger auch über die Luft von der Landwirtschaft in die Gärten reinkommt. Aber Flachdächer lassen sich wirklich als wertvoll im Abbestandort schaffen. Darum haben wir auch bei unseren Tools jeweils die Option Flachdach drin. Es gibt mehrere artenreiche Mischungen. Wo man aber muss darauf schauen muss, ist bei Flachdächern, dass man genug Bodengrund eintut. Also die meisten Flachdächer machen irgendwie 5 bis 8 cm Bodengrund oben drauf. Das sinkt dann noch einmal zusammen. Und das wird nachher zu wenig, dass sich eine artenreiche Bepflanzung dort langfristig erhalten kann. Also man muss jetzt schon beim Bau, bei der Statik ein bisschen schauen, dass man beispielsweise an statisch geeigneten Stellen kann Hügel aufschütten, die ein bisschen höher sind, die 20-30 cm Bodengrund haben. Oder dass man auch die ganze Fläche mit ein bisschen mehr Boden kann schaffen. Wenn man das schon beim Bau einbezieht, kommt das auch nicht teurer. Also nicht viel, es ist vernachlässigbar. Und das wäre wirklich ein grosses Anliegen von uns,
dort auch vorwärts zu machen. Dort muss sich der Stadt Basel ein Kränzchen winden, weil sie ist eine der Pionierinnen beim Thema Flachdachbegrünung. Sie hat dort sehr, sehr gute Informationen schon für professionelle Begrüner, für Architekten auch und gibt dort schon sehr gute Tipps. Ich habe noch eine Frage. Und zwar, Teil von der Bepflanzung ist ja leider auch, dass man die Schädlinge muss bekämpfen muss, die man halt auch immer wieder hat. Ich habe es jetzt natürlich in dem Schnelldurchlauf nicht gesehen, aber habt ihr auf eurer Seite auch da Hinweise, wie man mit denen zum Beispiel Blattläusen umgehen kann, ohne Chemie einzusetzen? Das ist bei uns schon automatisch eingebaut. Wir arbeiten nämlich mit Diversität. Schädlingsbekämpfung wird nur nötig, wenn zu viele ähnliche Pflanzen nebeneinander stehen. Oder wenn die Pflanzen so gezüchtet worden sind, dass sie viel zu viel Energie anders stecken als ihre Resistenzen gegen Schädlinge. Das heisst, bei uns empfehlen wir eigentlich nur Wildpflanzen, und zwar Wildpflanzen, die nicht weit gezüchtet worden sind. Die sind sehr resistent und wir empfehlen auch, möglichst viele Arten nebeneinander zu setzen, möglichst verschiedene Arten nebeneinander zu setzen, dass sie sich dort nicht stark anstecken können. Also Schädlingsbekämpfung ist bei uns insofern weniger ein Thema, weil sie einfach mit den Bepflanzungen, die wir vorschlagen, nicht nötig wird. Okay, danke. Daniel, es ist noch eine Frage gekommen, ob es eine LinkedIn- oder Xing-Möglichkeit gibt, um euch so posten. Also hast du da irgendwie Plattformen, wo man euch auch ein bisschen teilen könnte? Wir haben uns jetzt auf Facebook und Instagram konzentriert. Wir sind noch nie auf LinkedIn oder Xing, aber das ist eigentlich eine gute Idee. Merci, das nehme ich so mit. Und man kann natürlich auch von sich aus gerne anfangen, Floretia zu posten auf diesen Plattformen. Also, es haltet einem niemand davon ab. Wir sind sehr froh darum. Gibt es noch die ein oder andere Frage? Oder könnten wir langsam in Breakout Rooms? Genau, gibt es noch eine Frage? Schalte mich da mal ein. Was denn, du hast aufgehört zu teilen, aber ich probiere gerade noch mal schnell auf unsere letzte Folie. Bevor wir in Breakout Rooms gehen, wir sind jetzt noch gut in der Zeit. Moment, Konzentration, jetzt ich um. So. Ja, okay. Dankeschön vielmals, Daniel. Gell, du hast nachher noch eine Frage für ein Breakout Room, damit man da nicht ganz verloren so sich im Grüppli trifft, sondern gerade etwas hat zum Besprechen. Zuerst aber mal nochmal herzliches Dankeschön an dich. Ich habe schon einfach umschauen bei mir, habe überlegt, wieso haben jetzt genau meine Bohnen Lüs? Ich muss das nochmal genauer anschauen. Aber ja, sehr schöner Input. Und ich werde es bestimmt ausprobieren, auch bei unserem Flachdach, das probieren wir nämlich auch noch ein bisschen anzukriegen für unsere Wildbienen. Genau, nochmal Dankeschön an alle, auch an das ganze Team, das mitmacht. Dann lassen wir doch das als letzte Folie, bevor wir in Breakout Rooms gehen. Hat sonst noch jemand vom Team irgendwie, habe ich etwas vergessen? Das nächste Mal, glaube ich, wieder live, gell, haben wir gesagt. Das nächste Mal wird sie, wenn haben wir das? Am 26. Juni. Genau. Danke, Andrea. Wie immer bekommen wir ja Infos, ihr bekommt dann auch alle Infos im Newsletter. Jetzt würde ich sagen, wir gehen in Breakout Rooms und holen nachher, also die noch Lust haben, einfach zum auch noch ein bisschen Community schwätzen und sich so kennenlernen, wenn man es sonst vielleicht nicht macht. Gerade als gute Vorbereitung fürs nächste Mal sich live wieder sehen. Und wir kommen dann nochmal kurz zurück, bevor wir euch alle wieder im Tag entlassen. Ist gut.
In dem Fall, Daniel, tust du noch mal schnell die Frage für den Breakout Room reingeben? Genau, ich habe mir da überlegt, will ich euch zum Philosophieren bringen oder will ich euch gerade etwas Praktisches vorsetzen und habe mich dann für Letzteres entschieden. Meine Frage an euch ist, was würdet ihr konkret in eurer Umgebung für Biodiversität machen? Seht ihr schon Flächen, irgendeinen Balkon, ein Flachdach, das ihr würdet umgestalten würdet? Und überlegt euch doch einmal, auch mit Hilfe der anderen, wie ihr das am liebsten würdet machen. Gut, danke. In dem Fall, Breakout Rooms, die kommen, genau, das müsst ihr nicht selber einrichten. Vielleicht das noch schnell als Tipp, da teilen wir euch einteilen. Also es müsste das niemand selber machen. Sind ein bisschen weniger geworden, aber danke schön für alle, die noch geblieben sind. Wenn ihr noch irgendwelche Kommentare oder Fragen habt, dann könnt ihr uns noch fragen. Und sonst würde ich eigentlich sagen, fast eine Punktlandung auf die 9. Schön, sind ihr da gewesen. Geht alle raus am Wochenende. Schönes Wetter, klingt Natur. Geht Pflanzen anschauen und in Ruhe lassen und dann selber ein bisschen planen. Oder? Haben wir sonst noch etwas? Daniel, von dir noch etwas? Ja, der Link zur Liste, wo ihr euch eintragen könnt für einen Gutschein, der kommt nachher dann mal noch per Mail. Okay. Ist im Chat schon. Und ist schon im Chat, perfekt. Ich kann dann jetzt gerade noch da rausnehmen. Super. Genau. Ja, genau, und dann verschicken wir ihn noch. Okay. Ja, hat mich sehr gefreut. Merci vielmals fürs Zuhören. Danke dir. Danke, Daniel. Danke. Ciao. Bis zusammen. Bis zusammen. Ciao. Wo ist der Link? Und? Ich sehe ihn auch nicht. Ich sehe ihn nicht. Also, er ist nicht ganz zu unterstanden. 8:57. Nein. Ich komme jetzt nochmal rein. Ah, jetzt. Da, Sarah, hast du den privat an irgendjemanden geschickt? Nein, an alle. Okay. Ist aber nicht drin, ja? Nein, ist nicht drin. Jetzt ist er drin. Funktioniert nicht während der Breakout-Sessions. Nur an deine Gruppe, ja. Mhm. Ah, ja, ich bin ja noch nicht. TAD-Expertin. Hast du ja nicht selber geschickt. Oh je, okay. Ah, warte, dann kopierst du. Ah, Daniel hat es. Du, er ist schon drin. Too late. Ja, aber ja gut, jetzt ist es spät. Also, wir share es eh nochmal, weil die ganzen dann voll von Mailchimp und so sehen ihr auch nicht, ihr anderen. Nein, wir sehen es immer nur dann, wenn alle da sind. Ja, ich habe gedacht, jetzt, wenn ich allein bin, kann ich Zeit nutzen und euch mal alles zur Verfügung stellen. Aber scheinbar habe ich es nur mir selber geschickt. Auch da. Ja, da. Oh Mann, sowas, jetzt wo wir langsam Experten sind, ne, jetzt treffen wir uns wieder physisch, hey, unglaublich. Okay. Allein deshalb sollten wir es noch ein bisschen weitermachen. So ein Ach, ja. Also dann, einen schönen Tag und ich hoffe, es tragen sich noch viele ein. Ja, hey, danke vielmals, Daniel, gell? Daniel, danke. Danke noch. Ich muss jetzt mal meine 8 Jahre Land so ausfüllen lassen. Also wenn ihr Tipps braucht, ihr könnt mir jederzeit schreiben. Ja, ich glaube, ich müsste fast eher eine Vorratberatung haben bei so viel Land und so viel Dornenbüsch. Wobei, das muss man auch nicht mehr renaturieren, das ist ja schon eben, so wild. Da hat die Natur doch schon überhand genommen, oder? Ja, je nachdem. Teilweise, wenn Flächen verwildert, werden es auch wieder artenärmer. Also Beratungen machen wir natürlich auch gerne. Also also sprich, er kommt mit seiner Gärtnermontur bei dir vorbei, Sarah. Genau. Wo? Ah ja, also. Team, bleibt ihr noch schnell da? Ja. Mhm. Also, tschüss. Ciao zusammen. Ciao. Tschüss.